Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Upload-Plan-Video. Im Oktober wird alles etwas anders werden, sagen wir mal ab Oktober. Denn ihr seht schon, diese Umgebung hier kommt euch wahrscheinlich nicht bekannt vor. Das ist mein neues Set, mein neues Studio. Und das ist quasi so die erste Announcement, was jetzt an diesem Upload-Plan anders sein wird oder generell an meinen Videos. Denn ich werde jetzt einige Videos, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, alle Videos so zu machen, aber einige Videos so machen, dass ihr mir beim Vorlesen zugucken könnt. Und keine Sorge, es wird nicht wie im Stream sein, dass ich dann auch Fehler drin lassen werde, sondern ich werde dann die Fehler rausschneiden. Und ihr habt trotzdem das komplette Hörvergnügen und durch dieses Mikrofon wird es wahrscheinlich auch genauso klingen, wie als würdet ihr ein Standbildvideo sehen. Nur jetzt könnt ihr selber entscheiden, ob ihr mir dabei zuguckt oder nicht. Weil ich dachte mir so, komm, so ein Standbild ist auf Dauer eigentlich ein bisschen langweilig. Es wäre schon cool, wenn ihr sehen würdet, wie ich das vorlese. Und ja, deswegen habe ich dieses Studio hier gebaut und ich finde es mega hübsch, oder? Es ist mega schön eingerichtet. Ich hatte von der Kollegin Hilfe dabei, weil mein Zuhause niemals so aussehen würde. Vielen lieben Dank also und Props an Sarah, die mir dabei geholfen hat. So, jetzt aber wirklich mal zum Upload-Plan. Es wird sich ab Oktober einiges ändern. Ich versuche gerade mal wieder ein bisschen den Upload-Plan umzustrukturieren. Und ich bin mal gespannt, was ihr zu dieser Studio-Idee und zu dem neuen Upload-Plan sagt. Schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Jetzt aber erstmal die Grafik und die Erklärung zum Upload-Plan. Ich bin super nervös, den euch vorzustellen. Denn ihr seht jetzt schon an der Grafik, es gibt nur noch 2 Uhrzeiten. Und generell wird er sich sehr, sehr krass ändern. Bitte jetzt nicht sofort aufschreien, weil am Ende des Tages habt ihr tatsächlich mehr Inhalte und mehr Hörvergnügen, als es zuerst aussieht. Wir haben nur noch 3 feste Upload-Tage. Und zwar haben wir einmal den Dienstag und einmal den Samstag um 16 Uhr mit der Hauptfanfiction und sonntags um 10 Uhr mit einem One-Shot bzw. einem 2- oder 3-Teiler. Und meistens dann natürlich auch eine längere Fanfiction für den Tag. Also ist jetzt kein One-Shot von 5 Minuten oder so. Ich glaube, wichtig ist nur zu sagen, dass ihr dienstags und samstags zwar jetzt die Hauptstory bekommt, aber eben nicht nur ein Kapitel oder also 20 bis 40 Minuten, sondern mehrere Kapitel. Das heißt, dienstags und samstags bekommt ihr immer ungefähr 1,5 Stunden, 2 Stunden Content. Das heißt, in der Woche ist es sogar mehr von der Hauptstory, als wenn ihr jeden Tag einen Part kriegen würdet, von Montag bis Donnerstag, wie das bis jetzt der Fall war. Deswegen sieht das zuerst mega erschreckend aus, aber im Prinzip habt ihr in der Woche bis zu 4 Stunden Hörbuch, was ihr hören könnt, und könnt dadurch sogar mehr Fanfiction auf dem Kanal machen. So, das ist, bis Dein Schatten in mir fertig ist. Ich werde auch nochmal die Zahlen ändern, weil ich hatte ja zuerst immer so und so viele Parts. Es werden natürlich jetzt weniger Parts, weil mehr Kapitel in einem Part drin sind. Das werde ich jetzt noch anpassen, also nicht erschrecken oder nicht wundern. Und das heißt, dass diese Geschichte auch bald schon zu Ende ist und natürlich auch die nächste Fanfiction schon dann diesen Monat kommen wird. Und ich habe mir gedacht, ich habe früher ja schon mal eine Samaini veröffentlicht. Es muss eigentlich schon wieder eine Samaini werden. Also vielleicht so ein bisschen im Wechsel, Dramaini, Samaini. Auf jeden Fall habe ich da schon die nächste Fanfiction aufgenommen, die auch dienstags und samstags kommt. Und dann wichtig natürlich auch in meinem Studio. Also die Dein Schatten in mir Parts, die werden jetzt noch ganz normal mit Standbild veröffentlicht. Danach die Hauptfanfictions mit Kamera. Also das sind die festen Termine. Ich möchte aber, das werde ich jetzt später auch nochmal erklären, ich werde mich darauf nicht festnageln und sagen, ich lade jetzt nur noch 3 Videos die Woche hoch. Es kann auch sein, dass ich zwischendurch einfach mal ein Video hochlade, worauf ich gerade selber Bock hatte, das auszuprobieren. Weil ich möchte mir vor allem mit diesem Upload-Plan mehr Zeit nehmen, nicht unter Druck zu sein, mich ein bisschen mehr ausprobieren, auch mal Ruhephasen haben, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen länger mich ausprobieren und gucken, vielleicht habe ich für ein bestimmtes Projekt einfach mehr Zeit. Das werde ich aber später noch ein bisschen euch erklären, falls ihr ein bisschen Geduld habt und falls ihr Bock habt, das überhaupt zu hören, bleibt also auf jeden Fall dran. Ansonsten war das der Upload-Plan für diesen Monat und wahrscheinlich für die kommenden Monate dann halt auch, dass es erstmal so laufen wird. Es ist jetzt erstmal, wie gesagt, ein Test. Lasst euch gerne ein bisschen darauf ein und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Schreibt es gerne unten in die Kommentare.
So, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und jetzt nochmal eine kleine Erklärung, warum ich das mache, also den Uploadplan so umstrukturiere und warum ich eben hier auch dieses Studio habe. Ich hatte letztens so einen kleinen Nostalgie-Moment. Mein Kanal wird dieses Jahr 13 Jahre alt. Hey, das sind schon ein paar Jährchen, aber richtig, richtig krass aktiv bin ich in den letzten 5 erst. Und ich weiß noch da, wo so die Anfangszeit von die Begegnung, ich glaube, das war so 2017 rum, müsste das gewesen sein, da hatte ich immer nur die Begegnungen einmal in der Woche, freitags, ein Video. Und das Gefühl, was ich damals hatte, habe ich irgendwie in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr gehabt. Und ich habe immer versucht, es wiederzubekommen. Und ich kann euch mal eben erklären, was das für ein Gefühl damals war. Und zwar war das, ich habe nur einmal in der Woche was hochgeladen und die Community-Bindung war trotzdem stärker. Leute haben darauf hingefiebert, wann kommt denn der nächste Teil? Oh mein Gott, ich muss jetzt eine Woche warten. Und es war noch ein Spannungsgefühl. Ich hatte das Gefühl, okay, ich gebe wirklich was der Community und die geben mir ein unglaubliches Gefühl zurück. Es war einfach ein super Austausch zwischen Creator und Community. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich mag voll gerne euch Sachen zu liefern und ich bekomme natürlich auch von euch so Dankbares zurück. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, die eben einfach nur stille Abonnenten sind, dass die mich eher so als Netflix, Audible in kostenlos ansehen und von mir jeden Tag ein Video bekommen und dann einfach happy sind, einfach zu konsumieren und mich als Person nicht dahinter mehr sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, back to the roots, also mache ich wieder weniger Videos. So dass man vielleicht wieder mehr das Gefühl hat, okay, hey, wann geht's denn endlich weiter? Ich warte auf das nächste Video. Ich wollte aber andererseits auch nicht weniger Hörvergnügen euch anbieten, weil wir haben in den letzten Monaten vor allem durch meinen Cutter sehr viel Hörbuch-Content produzieren können und ich fände es doof, wenn es jetzt urplötzlich ein Runtersacken von dem Content geben würde. Also musste ich so ein bisschen überlegen, okay, vielleicht mache ich weniger Videos, die aber dafür länger sind. Und ich habe mal so ausgerechnet, es ist tatsächlich jetzt sogar mehr Hörbuch-Content, den ihr bekommt in einer Woche, obwohl es weniger Videos sind. Und dann zu dem zweiten Punkt, warum ich dieses Studio habe, ist halt auch, um zu zeigen, hey, ich bin die Person, die das für euch produziert. Es ist nicht einfach nur ein Standbild und eine ominöse Stimme, sondern ich wollte ein bisschen Authentizität, ein bisschen Persönlichkeit wieder auf diesen Kanal bringen. Wenn ich nicht schon irgendwie Reaction-Videos mache oder irgendwelche anderen Sachen, wo meine Persönlichkeit hintersteckt, bei Hörbüchern, das ist so schwer, da was Personelles reinzutun, außer den Lesestil, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dabei gesehen werden, wie ich lese, damit vielleicht auch die Leute, die jetzt nicht so aktiv auf meinem Kanal sind, wissen, ah, okay, die Person, die Melina, die steckt dahinter und ich nicht einfach nur irgendeine wabernde Stimme im Internet bin. Und deswegen hoffe ich, dass ich nicht nur alleine, sondern ihr vielleicht auch, mehr das Gefühl wieder bekommt, dass wir eine Community sind, dass ich auf euch eingehe und ihr auf mich vielleicht eingeht und dass wir ein großer Austausch sind. Und das ist ja das, was es immer so ausmacht. Und das habe ich so ein bisschen vermisst in den letzten Jahren, weil es einfach immer mehr Konsum wurde, anstatt dieses persönliche, personelle. Und ich hoffe, da kommen wir wieder ein bisschen hin zurück. Deswegen schreibt gerne immer in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr den Uploadplan jetzt doch scheiße findet oder mal eine Idee dahinter oder wenn ihr nach einem Monat merkt, boah, Melina, nee. Also das war jetzt irgendwie nicht die coole Herangehensweise von dem Uploadplan. Also lasst ihn erstmal auf euch wirken, guckt, wie ihr damit zurechtkommt, ob ihr sagt, oh nee, finde ich echt blöd. Oder nicht. Aber ich hoffe für mich auch, dass ich dadurch, obwohl es jetzt mehr Content ist, ich aber jetzt in diesem Studio extra hinfahren muss und dadurch ein bisschen mehr produziere, ich mehr Sachen vorproduzieren kann, dass ich dadurch auch ein paar mehr Ruhephasen habe, wo ich entweder wirklich Ruhe haben kann oder einfach wieder ein bisschen mehr Kreativität habe und mich dann hinsetze und sage, okay, dafür mache ich jetzt wieder meinen eigenen kreativen Content und nicht nur von AutorInnen die Fanfiction vorzulesen. Vielleicht kann ich wieder Buchrezensionen mehr machen oder irgendwas anderes oder eigene Geschichten einfach schreiben. Also wieder ein bisschen mehr Kreativität, was mir nämlich leider auch ein bisschen fehlt und wofür ich einfach nicht die Zeit habe und mir auch nicht die Zeit nehme. Wenn ich jeden Tag ein Video produzieren muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte einfach, dass wir alle happy sind auf diesem Kanal und es so ein kleines Safe Space ist. Ich jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, Leuten eine Freude machen kann. Und ich hoffe, das kriegen wir hin.
In diesem Sinne, viel Spaß im Monat Oktober und ich bin auch schon im Adventskalender dran. Toi, 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 dass es dieses Mal ohne Hektik bei mir klappt. Und ich freue mich, dass es euch weiterhin gefällt, dass ihr da seid. Und ja, viel Spaß mit dem Monat Oktober und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!